Okay, jetzt haben wir, was haben wir eigentlich? Eine Kerze, wir haben Brot, wir haben Kohle, wir haben Wasser, wir haben Faden und wir haben die Urne. Wir können uns aus der Asche und dem Wasser einen Dip fürs Brot machen. Boah, das ist widerlich. So, die Frage ist, was müssen wir tun? Achso, nee, das war Sigurds Haus, Glatzmatz. Gehen wir mal zurück. Warte mal, ich. Mich lässt das ja mit der Donner nicht los. Was nicht hier war. Ich habe wieder vollends die Orientierung mit Klein Venedig. War das? Ja. So. Nein. Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Versuchen wir das nochmal. Offenbar hat ihm einmal nicht... Nein. Wie sollen wir... Noch... Das war... Okay, sie vers. Ich glaube, sie reagiert ja immer gleich. Also in einer gleichen Reihenfolge, oder? Das Problem ist, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass sie da Nein sagt. Sie sagt erst Ja. Ich glaube dann, oh ja, keine Ahnung. Warte Ich mal. habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donna ist ganz Ohr. Was ist denn, wenn wir jetzt vergessen? Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Aber dann kommt. Was Nur denn? zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist Ach immer noch so? besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner sagt nein. Wie Ja. jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ja. Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das war gerade auch mehr Glück im Unglück. Brücke? Brücke! Klar! Die Handschuhe! Ja! Turnierhand! Jetzt können wir mit Na Dane spielen. endlich! Meine eigene Turnierhand. Cool! Können wir denn eigentlich noch mit Donner reden? Jetzt verstehe ich, warum man ihr Syndikat das unorganisierte Verbrechen nennt. Sie ist vollkommen plemplem. Aber sympathisch, Plemplem. Können wir noch mit ihr Hey, reden? Donner! Irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Wink! Wann bekomme ich eigentlich meine Strumpfmaske? Gar nicht. Das sieht scheiße aus. Yo ho, yo ho. Apartment. Unorganisierte Verbrecher, yo ho. Ich wollte gerade Pirates Life und B sagen, Mann. So. Raus da. Wo war das denn nochmal? Hafen? Ja, hier ist die Spelunke. Gehen wir zu Galef. Galef, guck mal. Darf ich noch mal stören? Ist es nicht? Stimmt. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Hätten wir die zinken können? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch mit gezinkten Fingern zu spielen gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. What the fuck? Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, Schnuck. Wie abgedreht ist das denn? Ach, hiermit könnten wir. Nee, zinken. Ich glaube, dann verlieren wir direkt. Papier? Shit. Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten.
Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ups. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Lesen wir doch mal. Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere, Schere schlägt, egal. Es klingt auf jeden Fall einfach. Dumm ist nur, dass Rufus die Finger der fremden Turnierhand nicht beugen kann. So hat er zunächst kaum eine Wahl. Das gezeigte Symbol hängt einzig von der Anzahl der Finger ab. Eine intakte Hand zeigt automatisch Papier, fehlen zwei Finger, zeigt sie immer Schere und eine Hand ohne Finger wird als Stein interpretiert. Erst wenn Rufus erste Finger verloren und zurückgewonnen hat, kann er diese nach Belieben an seiner Hand befestigen und wieder entfernen, um eine Auswahl zu treffen. Hallo? Hallo? Moment. Ich glaube, ich habe das Spiel verbuggt. Nein! Ah, oh, das war... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ups, falscher Knopf. Da geht die Aufnahme auf Pause.